Ja, meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Wir spielen heute wieder ein wenig Frame Drops und sind tatsächlich heute auf der Suche nach ein paar Essensquellen, beziehungsweise müssen jagen gehen. Dann habe ich eben einen Abwurf gefunden, den habe ich aber jetzt schon geholt. Was war da denn drin? Haben wir das hier noch eben drin? AK-47-Schaft war da drin und ein AK-47-Lauf. Wäre schön, wenn ich endlich meine AK-47 bauen könnte, verdammte Scheiße. So, wir haben wieder Eisenpfeile, das ist wunderbar. Da kann ich ja meinen Bogen wieder reinnehmen. So, wir müssen jagen und Eisen finden, habe ich hier auf meiner Liste stehen. Denn Eisen hat sich wirklich, wirklich gut gegen Zombies da gezeigt, muss ich sagen. Also dieser Eisenblock, der da noch gestanden hat, der war wirklich noch standfähig im Gegensatz zu dem Holz. Die fressen das Holz ja so weg, das ist unglaublich. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, jetzt habe ich hier auch in der letzten Folge erwähnt gehabt, dass wir jetzt auch Stahl herstellen können. Diese Werkzeuge habe ich jetzt aber allerdings noch nicht mit dabei, weil mir die einfach schon oder einfach noch zu schade dafür sind, die zu benutzen jetzt gerade. Das können wir aber gleich, das zeige ich euch aber gleich alle nochmal, wie das funktioniert mit dem Stahl. Nicht, dass ich das wieder vergesse. Warte, mache ich das hier gleich nach dem Stein hier sofort. Moment. So, jetzt zeige ich euch mal gerade eben. Wir gehen hier auf Fertigkeiten. Einmal mit dem rechten Stick nach rechts. Und dann habt ihr hier Bauwerkzeuge. Wenn das auf Level 40 ist, könnt ihr hier Stahlschmieden wählen. Und damit könnt ihr dann auch zum Beispiel, zeige ich euch mal gerade eben, Fertigung, könnt ihr euch dann, wo sind die Dinger denn jetzt? Werkzeuge, eine stählerne Feueraxt, eine Stahlschaufel, eine Stahlspitzhacke bauen. Zum Beispiel, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das dann bauen. Damit könnt ihr euch dann nämlich diesen geschmiedeten Stahl herstellen, wenn ihr das geskillt habt. Und somit dann halt auch zum Beispiel einen Hammer und so weiter und so fort. Für was ist der eigentlich gut? Auch eine ziemlich gute Waffe, bla bla bla, reparieren. Das ist ja geil. Den hätte ich mir mal bauen können bis jetzt, habe ich noch gar nicht gemacht. Wieso kann ich den denn nicht bauen? Ach, ich habe das Rezept nicht. Ja, super. Da freue ich mich ja, dass ich das Rezept nicht habe. Naja, wie auch immer. So, Kühlschrank ist immer noch leer. Das ist alles leer. Ofen leer, alles leer. Dies leer, das leer. Wo möchte ich denn jetzt eigentlich hin am besten? Ins Schneebiom wäre super. Wir können ja mal hier hinten hinrennen. Schneller Wegpunkt. Na komm. So, und schauen, was sich da befindet. Da war ich nämlich noch so gut wie gar nicht. Da war ich, glaube ich, ziemlich am Anfang. Da habe ich das Spiel begonnen. Genau. Und da bin ich einfach nur vorbeigelaufen, weil ich eigentlich nur eine Unterkunft gesucht habe. Und da sah es mehr so aus wie so ein Fabrikgelände. Da wollte ich nicht unbedingt mich länger aufhalten als nötig. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier irgendwo ein blödes Reh rumläuft, weil wir brauchen auch was zu essen, ganz dringend sogar. Wir brauchen richtig dringend was zu essen. Vogelnester nicht übersehen, wenn es geht. Wir brauchen auch nämlich wieder ganz viel Pfeile. Ihr habt ja gesehen, die Horde ist gekommen und wir konnten noch nicht mal mehr schießen, weil wir keine Pfeile oder Munition hatten. So. Zack, jetzt habe ich eben auch noch 25 Punkte vergeben in meinen Charakter, wollte ich euch noch erzählen. Einmal in der Überlebende, einmal in Lauf Forest Lauf und ich weiß gar nicht mehr wo, ist gar nicht so wichtig jetzt gewesen, meine ich. 5 Punkte, doch 9mm Patronen herstellen kann ich jetzt. Nur wie weiß ich noch nicht. Ich glaube, dafür brauche ich auch wieder Schießpulver und so weiter und so fort. Hier war ich schon mal gewesen, so wie das aussieht. Hier will ich aber jetzt nicht nochmal hin. Ich will ein Reh finden, wenn es geht. Ein Reh! Gib mir ein Reh! Please! Ich bin so hungry! Ein Zombie! Ich bin hungry! Genau wie der Zombie! Ich schieß dir den Pfeil in den... Oh, in den... Kopf! Und du fällst um und ich schlage dich tot. Jetzt habe ich einen Schadensbonus. Lähmung. So. Ne, komm, gut mit der Singerei. Hört sich ja schrecklich an. So. Dieter wird jetzt sagen, nee, du bist nicht weiter. Du bist scheiße. Ich kann nach Hause gehen. Oh, was ist das denn? Rucksack? Oh, was ist da drin?
Oh, wieder nur Müll, ey. Oh, nee, ich könnte mich wegschmeißen. Wieso geht der denn jetzt nicht in... Oh, jetzt ist der Rucksack zu steil für ihn, oder was? Was wollen die mich verarschen? Der Berg ist aber hoch. Hui! Au, oh, Fallschaden! Übel. Ganz übel. Den muss ich erstmal verbinden hier, den Schaden. Oh je. Und unser Wohlbefinden hat sich auch wieder ein wenig gebessert auf 75. Wir waren ja auf 70. Wir sind ja ziemlich oft gestorben, wo ich da die ganzen Rationen wieder besorgt habe und so. Das habe ich aber nicht mit aufgezeichnet, weil ich das alles nachts gespielt habe. Und ich war einfach nur fertig mit den Nerven, wo die Zombie-Horde da, die erste Zombie-Horde wohl bemerkt, meine ganzen Kisten mitgenommen hat. Und meinen Kühlschrank gefressen hat, die blöden Schweine. Da kommt mein Stick spinnt ein wenig rum. Huhn, bleib stehen. Dich hole ich mir. Yes! Ein Hühnchen. Habe ich das Messer mit? Jawohl, korrekt. Da haben wir wenigstens ein bisschen was zu essen hier. So, und Federn gibt das viel doch auch, ne? 10 Stück, geil. Nice. So, ein bisschen Fleisch haben wir auch bekommen. Da ist ein Reh. Ich werde bekloppt in der Birne. So, und wenn ich Glück habe und mit einem Treffer treffe und das Vieh fällt um, das wäre super. Yes! Das war Skill, Mann. Korrekt, Alter. Wieso kann ich nicht rennen? Wieso rennt der nicht? Ach so. Mein Controller spinnt irgendwie. Der scheint irgendwie leer zu sein. So, jetzt nehmen wir uns auf jeden Fall ein bisschen Fleisch mit, Baby. So, wunderbar. Vielleicht läuft ja noch irgendwo eins rum. Ich wollte schon sagen. Aber das war leider ein Stein. Und Eisen. Wir brauchen Eisen, Mann. Warum finde ich kein Eisenbiom? Ich habe alles gefunden bis jetzt. Nur kein Eisenbiom. Und wo wir gestorben sind, selbst da habe ich kein Eisenbiom gefunden. Ich zeige euch mal eben. Wüste, Feuer und gar nichts. Also nur Wüste und Feuer. Und hier. Was das ist, weiß ich gar nicht mehr so genau. Vielleicht sollte ich da auch nochmal hingehen. Vielleicht ist das ja sogar ein Stahlbiom. I don't know. Ein Eisenbiom, meine ich. Zombie. In your face. Und jetzt gibt's hier, bam, Schadenslähmung mal 3, Alter. So, du hast auch nichts dabei, war ja klar. Diese ganzen Holzfälle haben auch nie was in der Tasche. Voll schrecklich. Hier ist gesperrt, hier mache ich mal eben Uff. Nein, falsch. So. Wie er die Tür zerkloppt, finde ich einfach episch. Zack, zack und schon ist das Ding auf. Was ist hier drin? Federn, Papier. Müll. Oh. Was war das? Ein Bauplan für eine abgesägte Schrotflinte. Und ich habe auch gestern, meine ich, was für die... Ich habe die doch schon gefunden. Wieso kann ich die denn nicht bauen? Fragezeichen? Da muss ich mich nochmal schlau machen. Kann ich die gar nicht bauen unter Waffen? Abgesägte Schrotflinte ist hier gar nicht bei. Warum? Das finde ich voll scheiße, dass das nicht angezeigt wird. Warum, wieso, weshalb? Kein Plan. Das lasse ich mal hier, das möchte ich nicht. So, was ist das hier für ein Ding? Das kann ich auseinandernehmen. Und dann bekomme ich was? Ich nehme es einfach mal mit. Kann sein, dass es notwendig ist. Hier diese komischen Stahldrähte oder was das sein soll. Ich weiß immer noch nicht, für was das gut sein soll. So, wie lange spielen wir schon? Ja, okay, das geht ja noch einigermaßen. Was wollte ich denn eigentlich erreichen? Ein bisschen jagen und Eisen finden. Ja, Eisen wird schwer jetzt in der Folge noch. Oh, geil, was zu essen, aber richtig viel. Cool. Und was ist das? Machen wir mal eben auf. Hier ist bestimmt auch noch was Feines drin. So. Geil. Ein Eisenvorschlaghammer. Wie episch ist das denn? Kann ich den reparieren? Was ist denn? Muss das richtige Buch lesen? Oh nein. Och man. Egal, komm, wir nehmen hier noch ein bisschen was mit, weil das gibt auch Eisen. Zwar nicht viel, aber ein bisschen.
So, und wir brauchen so viel Eisen wie möglich. Ich muss unbedingt ein Eisenbiom finden in den nächsten 7 Tagen. Meine ich doch, ne? 6 Tage? 7, 14, 21, 28. 6 Tage, ne? Dann ist das ja gar nicht mehr so lange hin. So. Hier ist noch ein bisschen Müll mit Öl drin. Was ist das eigentlich? Ach so. Ah, guck mal hier zum Beispiel. Da, so sehen die nämlich aus, diese Eisendinger, wenn ich die finden würde. Hier kann ich auch nochmal nach oben gehen, in der Hoffnung, dass hier was Schönes liegt. Hier kann ich die ganze Zeit diese Teile abbauen, ey. Aber das ist mir nicht genug Eisen. Das ist nicht genug. Federn. Eier, wir brauchen Eier. So, Blei. Müll. Habe ich irgendwas mit, was ich nicht brauche? Jetzt gerade mal eben so. So, weil ich möchte die Bonbon-Dose mitnehmen, weil ich weiß nicht genau, ob die dafür da ist, dass man die essen kann oder ob man da irgendwas drin verschachteln kann. Das wäre natürlich super episch. So, den nehme ich hier auch nochmal eben mit. Läuft, meine Freunde. Die Folge wird super. So, und weiter geht's. Wir gehen jetzt erstmal hier raus. Wir wissen auf jeden Fall, dass es hier genug Eisen gibt. Oder beziehungsweise genug von diesen komischen Drähten. So. Das sind ja so Stahldrähte, die ich da gerade abgebaut habe. Oh, war ich hier schon drin? Ja, sieht so aus. Schreibtisch neu. Nix neu. Leeres Bücherregal. War ich hier tatsächlich schon drin? Schnell die Tür auf hier. So. Hier waren wir ja gerade drin. Hier waren wir auch gerade. Jetzt schieße ich mal eben hier das Fass weg. Jetzt passt mal auf, das wird lustig. Ah, ich wollte schon sagen. Warum rennt denn der jetzt? Ach, es ist jetzt Nacht. Na super. Och nö, ne? Boah, ich lauf lieber weg. Scheiß die Wand an. Ich muss nach Hause. Kacke, 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 kacke. Nein. Warum? Warum bin ich denn jetzt gestorben schon wieder? Nein. Oh nee. Oh nein. Mein Wohlbefinden. Ach, fick dich doch, ey, boah. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Na toll, wieder auf 70 gesunken, ey, hier, ganz ehrlich. Scheiß die Wand an, Mann. Ey, boah, krieg ich schon wieder einen Kotzreiz jetzt. Nee. Und die Zombies, die stehen da natürlich jetzt rum und warten wie die Bekloppten, bis ich wiederkomme und meinen Rucksack wiederhole, ne? Ja, 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 ihr mich auch, ey. Scheiße. Mann. Ja, da sollte ich jetzt eigentlich ein bisschen abwarten, weil das lohnt sich nicht, wenn ich da jetzt hinrenne. Sterbe ich wieder 5-mal, aber ich kann es ja einfach mal versuchen. Vielleicht klappt es ja trotzdem irgendwie. Wir können ja jetzt länger laufen und so. Das Problem ist, dass unser Wohlbefinden schon wieder gesunken ist, bis auf niedrigste, was überhaupt geht. Super geil, ey. Ich freue mich. Ich freue mich sehr, meine Freunde. Ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt gestorben bin. Ja, super. Ich freue mich sehr. Super. Super. Amazing. It's so amazing, meine Freunde. Gabrielle, what the fuck are you doing, man? Oh, Mann.
Ich versteck mich. Jetzt jagen die mich schon wieder. Nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Meine lieben Freunde, das endet wieder in irgendeiner Katastrophe. Ich werde jetzt gleich wieder sterben. Ich werde jetzt erstmal nach Hause rennen und mich für diese Folge verabschieden, meine lieben Freunde. Ich bin auf jeden Fall euer Zero und versuche jetzt heile nach Hause zu kommen. Ansonsten, glaube ich, habe ich ein kleines Problem, weil ihr seht ja, die verfolgen mich jetzt schon wieder fröhlich, ne? So. Schnell nach Hause, bitte. Leck mich, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geh weg von mir. Ja, ich werde wieder sterben, so wie das aussieht. Weil ich so doof war und unbedingt hier hinrennen musste. Ja. Ich hab's ja gesagt. Ich hab es ja gesagt. Und wenn ich das schaffe, bin ich dem Tod aber gerade nochmal eben so davon gekommen. Und jetzt verfolgt der Typ hier mich noch bis zum Schluss und killt mich, ne? Puh. So, meine lieben Freunde, ich verabschiede mich für diese Folge 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich versuche jetzt erstmal meinen Rucksack wieder zu bekommen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auf der Suche nach Eisen. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Däumchen würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.